Kapitel 13, Abschnitt 8. Die Entscheidung für die Schuldlosigkeit. Das Lernen ist von gleicher Ausdehnung wie die Motivation, und die Behinderung eurer Motivation für das Lernen selbst ist genau die gleiche wie diejenige, die euer gesamtes Denken behindert. Der glückliche Schüler kann sich nicht schuldig fühlen, dass er lernt. Das ist so wichtig für das Lernen, dass man es nie vergessen sollte. Der schuldlose Schüler lernt leicht, weil seine Gedanken frei sind. Doch zieht dies die Einsicht nach sich, dass Schuld Störung ist, nicht Erlösung, und überhaupt keinerlei nützliche Funktion erfüllt. Ihr seid gewohnt, Schuldlosigkeit lediglich dazu zu benutzen, um den Schmerz der Schuld auszugleichen, und seht sie nicht als etwas an, das an sich wertvoll ist. Ihr glaubt, Schuld und Schuldlosigkeit seien beide wertvoll, wobei jede ein Entrinnen aus dem darstellt, was die andere euch nicht bietet. Ihr wollt nicht nur eine allein. Denn ohne alle beide seht ihr euch nicht als ganz und daher glücklich an. Doch seid ihr nur in eurer Schuldlosigkeit ganz, und nur in eurer Schuldlosigkeit könnt ihr glücklich sein. Da gibt es keinen Konflikt. Schuld in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form zu wünschen, wird die Würdigung des Wertes eurer Schuldlosigkeit verloren gehen lassen und sie aus eurer Sicht drängen. Ihr könnt mit der Schuld keinen Kompromiss eingehen und dem Schmerz entrinnen, den nur die Schuldlosigkeit stillt. Lernen heißt, hier zu leben, ebenso wie erschaffen bedeutet, im Himmel zu sein. Erinnert euch jedes Mal, wenn der Schmerz der Schuld euch anzuziehen scheint, dass ihr, wenn ihr ihm nachgebt, euch gegen euer Glück entscheidet und nicht lernt, wie ihr glücklich sein könnt. Sagt euch deshalb sanft, aber mit einer aus der Liebe Gottes und seines Sohnes geborenen Überzeugung: Was ich erfahre, das mache ich manifest. Bin ich schuldlos, so habe ich nichts zu fürchten. Ich entscheide mich, das Annehmen der Versöhnung zu bezeugen und nicht ihre Zurückweisung. Ich möchte meine Schuldlosigkeit annehmen, indem ich sie manifest mache und sie mit anderen teile. Lass mich dem Sohn Gottes Frieden von seinem Vater bringen. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, ja sogar jede Sekunde entscheidet ihr euch zwischen Kreuzigung und Auferstehung, zwischen dem Ego und dem Heiligen Geist. Das Ego ist die Entscheidung für die Schuld, der Heilige Geist ist die Entscheidung für die Schuldlosigkeit. Die Macht der Entscheidung ist alles, was ihr habt. Wozwischen ihr entscheiden könnt, ist festgelegt, weil es außer der Wahrheit und der Illusion keine Alternativen gibt. Auch überschneiden sie sich nicht, weil sie Gegensätze sind, die nicht ausgesöhnt und nicht beide wahr sein können. Ihr seid schuldig oder schuldlos, gebunden oder frei, unglücklich oder glücklich. Das Wunder lehrt euch, dass ihr euch für Schuldlosigkeit, Frieden und Freude entschieden habt. Es ist keine Ursache, sondern eine Wirkung. Es ist die natürliche Folge der richtigen Entscheidung und bezeugt euer Glück, das sich aus der Entscheidung ergibt, frei von Schuld zu sein. Jedem, dem ihr Heilung schenkt, gibt sie euch zurück. Jeder, den ihr angreift, behält den Angriff und hegt ihn, indem er ihn euch vorwirft.
Ob er das tut oder nicht, ist unerheblich. Ihr werdet denken, er tue es. Es ist unmöglich, etwas, was ihr nicht wollt, ohne diese Strafe anzubieten. Der Preis des Gebens ist Empfangen. Entweder ist es eine Strafe, unter der ihr leidet, oder der glückliche Erwerb eines Schatzes, der euch lieb und teuer ist. Keine Bestrafung wird dem Gottessohn je abverlangt, außer von ihm und durch ihn selbst. Jede Gelegenheit zu heilen, die ihm zuteil wird, ist eine weitere Gelegenheit, Finsternis durch Licht und Angst durch Liebe zu ersetzen. Wenn er sie ablehnt, bindet er sich selber an die Finsternis, weil er nicht beschlossen hat, seinen Bruder zu befreien und mit ihm ins Licht zu treten. Indem er dem Nichts Macht verleiht, wirft er die freudige Gelegenheit fort, zu lernen, dass das Nichts keine Macht hat. Und dadurch, dass er die Dunkelheit nicht zerstreut hat, hat er Angst vor der Finsternis und vor dem Licht bekommen. Die Freude zu lernen, dass die Finsternis keine Macht über den Sohn Gottes hat, ist die glückliche Lektion, die der Heilige Geist lehrt und von der er möchte, dass ihr sie mit ihm lehrt. Es ist seine Freude, sie zu lehren, wie es die eure sein wird. Die Art und Weise, diese einfache Lektion zu lehren, ist einfach die: Schuldlosigkeit ist Unverletzlichkeit. Macht deshalb eure Unverletzlichkeit für jeden manifest. Lehrt ihn, was immer er euch anzutun versucht, dass euer vollkommenes Freisein von der Überzeugung, euch könne geschadet werden, ihm zeigt, dass er schuldlos ist. Er kann nichts tun, was euch verletzen kann, und dadurch, dass ihr ihm verwehrt zu denken, er könne es, lehrt ihr ihn, dass die Versöhnung, die ihr für euch selber angenommen habt, auch die seine ist. Es gibt nichts zu vergeben. Niemand kann den Gottessohn verletzen. Seine Schuld ist ohne Ursache und kann, da sie ohne Ursache ist, nicht existieren. Gott ist die einzige Ursache und Schuld ist nicht von ihm. Lehrt niemanden, dass er euch verletzt hat, denn tut ihr das, bringt ihr euch selber bei, dass das, was nicht von Gott ist, Macht über euch hat. Das Ursachlose kann nicht sein. Bezeugt es nicht und fördert den Glauben daran in keinem Geist. Erinnert euch stets: Der Geist ist eins und die Ursache ist eins. Ihr werdet Kommunikation mit diesem Einssein erst dann lernen, wenn ihr lernt, das Ursachlose zu leugnen und die Ursache Gottes als die eure annehmt. Die Macht, die Gott seinem Sohn gegeben hat, ist sein, und sein Sohn kann nichts anderes sehen oder anzusehen beschließen, ohne sich selbst die Strafe der Schuld aufzuerlegen, anstelle all der glücklichen Unterweisung, die der Heilige Geist ihm freudig anbieten möchte. Jedes Mal, wenn ihr beschließt, Entscheidungen für euch selber zu treffen, denkt ihr zerstörerisch, und die Entscheidung wird falsch sein. Sie wird euch wegen des Entscheidungskonzepts, das zu ihr führte, verletzen. Es ist nicht wahr, dass ihr Entscheidungen von euch aus oder für euch allein treffen könnt. Kein Gedanke des Gottessohnes kann in seiner Wirkung separat oder isoliert sein. Jede Entscheidung wird für die ganze Sohnschaft getroffen, wird nach innen und außen gelenkt und beeinflusst eine Konstellation, die größer ist als alles, wovon ihr je geträumt habt. Diejenigen, die die Versöhnung akzeptiert haben, sind unverletzlich.
Diejenigen aber, die schuldig zu sein glauben, werden auf Schuld reagieren, weil sie denken, sie sei die Erlösung, und lehnen es daher nicht ab, sie zu sehen und sich mit ihr zu verbünden. Sie glauben, die Schuld vermehren sei Selbstschutz. Und sie werden die simple Tatsache nicht verstehen, dass das, was sie nicht wollen, sie verletzen muss. All das entsteht, weil sie nicht glauben, dass das, was sie wollen, gut ist. Doch der Wille ist ihnen gegeben worden, weil er heilig ist und ihnen alles bringen wird, was sie brauchen und was ihnen so natürlich zukommen wird wie der Frieden, der keine Grenzen kennt. Nichts, was ihr Wille nicht erschafft, hat ihnen irgendetwas von Wert anzubieten. Doch da sie ihren Willen nicht verstehen, versteht der Heilige Geist ihn still für sie und gibt ihnen das, was sie wollen, ohne Mühe, Anstrengung oder die unmögliche Last, darüber zu entscheiden, was allein sie wollen und benötigen. Es wird niemals geschehen, dass ihr Entscheidungen für euch selber treffen müsst. Ihr seid der Hilfe nicht beraubt, der Hilfe, die die Antwort kennt. Würdet ihr euch mit wenig zufrieden geben, dass das Einzige ist, was ihr allein euch selber anbieten könnt, wenn er, der euch alles gibt, es euch einfach anbieten wird? Er wird nie fragen, was ihr getan habt, um euch der Gabe Gottes würdig zu erweisen. Richtet diese Frage deshalb nicht an euch. Nehmt stattdessen seine Antwort an, denn er weiß, dass ihr aller Dinge würdig seid, die Gott für euch will. Versucht nicht, der Gabe Gottes zu entrinnen, die er euch so frei und freudig schenkt. Er schenkt euch nur, was Gott ihm für euch gab. Ihr braucht nicht zu entscheiden, ob ihr es verdient habt oder nicht. Gott weiß, dass ihr es verdient. Wollt ihr die Wahrheit der Entscheidung Gottes verleugnen und eure erbärmliche Einschätzung eurer selbst an die Stelle seiner ruhigen und unerschütterlichen Wertschätzung seines Sohnes setzen? Nichts kann Gottes Überzeugung von der vollkommenen Reinheit all dessen erschüttern, was er erschaffen hat, denn es ist gänzlich rein. Entscheidet euch nicht dagegen, denn da es von ihm kommt, muss es wahr sein. Frieden weilt in jedem Geist, der still den Plan annimmt, den Gott für seine Versöhnung aufgestellt hat und der seinen eigenen aufgibt. Ihr wisst nichts von der Erlösung, denn ihr versteht sie nicht. Trefft keine Entscheidungen darüber, was sie ist oder wo sie liegt, sondern fragt den Heiligen Geist alles und überlasst alle Entscheidungen seinem sanften Rat. Der eine, der den Plan Gottes kennt, von dem Gott möchte, dass ihr ihm folgt, kann euch lehren, was er ist. Nur seine Weisheit vermag euch so zu führen, dass ihr ihm folgt. Jede Entscheidung, die ihr allein trefft, besagt nur, dass ihr definieren möchtet, was die Erlösung ist und wovon ihr erlöst werden möchtet. Der Heilige Geist erkennt, dass alle Erlösung entrinnen aus der Schuld ist. Ihr habt keinen anderen sogenannten Feind, und gegenüber dieser seltsamen Verzerrung der Reinheit des Gottessohnes ist der Heilige Geist euer einziger Freund. Er ist der starke Beschützer der Unschuld, die euch frei macht. Und es ist seine Entscheidung, alles das aufzuheben, wodurch eure Unschuld vor eurem unumwölkten Geist verschleiert wird. Lasst daher ihn den einzigen Führer sein, dem ihr zur Erlösung nachfolgt. Er kennt den Weg und führt euch freudig auf ihm entlang. Mit ihm werdet ihr auch sicher lernen, dass das, was Gott für euch will, euer Wille ist.
Ohne seine Führung werdet ihr denken, dass ihr ihn alleine kennt und werdet euch so sicher gegen den Frieden entscheiden, wie ihr entschieden habt, dass die Erlösung allein in euch liegt. Erlösung ist von ihm, dem Gott sie für euch gab. Er hat sie nicht vergessen. Vergesst ihn nicht, und er wird jede Entscheidung für euch treffen, für eure Erlösung und für den Frieden Gottes in euch. Sucht nicht, den Wert des Gottessohnes einzuschätzen, den er heilig schuf, denn das Tun heißt, seinen Vater zu bewerten und gegen ihn zu urteilen. Und ihr werdet euch dieses eingebildeten Verbrechens schuldig fühlen, das keiner auf dieser Welt oder im Himmel überhaupt begehen könnte. Der Heilige Geist lehrt euch nur, dass die angebliche Sünde, sich selbst auf Gottes Thron zu setzen, keine Quelle der Schuld ist. Was nicht geschehen kann, kann keine Wirkung haben, die es zu fürchten gilt. Seid ruhig in eurem Glauben an ihn, der euch liebt und euch aus dem Wahnsinn herausführen möchte. Verrücktheit mag eure Wahl sein, aber nicht eure Wirklichkeit. Vergesst niemals die Liebe Gottes, der sich eurer erinnert hat. Denn es ist völlig unmöglich, dass er seinen Sohn je aus seinem liebenden Geist fallen lassen könnte, in welchem er erschaffen wurde und in dem seine Wohnstätte in vollkommenem Frieden für immer festgelegt wurde. Sagt nur zum Heiligen Geist: Entscheide du für mich. Und es geschieht. Denn seine Entscheidungen sind Widerspiegelungen dessen, was Gott über euch weiß. Und in diesem Licht wird Irrtum jeder Art unmöglich. Warum möchtet ihr so krampfhaft darum ringen, all das vorherzusehen, was ihr nicht erkennen könnt, wenn alle Erkenntnis hinter jeder Entscheidung steht, die der Heilige Geist für euch trifft? Lernt, was seine Weisheit und seine Liebe sind, und lehrt jeden, der im Dunkeln ringt, seine Antwort. Denn ihr entscheidet für ihn und für euch selbst. Wie gnadenreich ist es, alle Dinge durch ihn zu entscheiden, dessen gleiche Liebe allen gleichermaßen gegeben wird. Er belässt niemanden außerhalb von euch, allein ohne euch. So gibt er euch denn das, was euer ist, weil euer Vater möchte, dass ihr es mit ihm teilt. Lasst euch in allem von ihm leiten und überlegt nicht noch einmal. Vertraut ihm, dass er schnell, sicher und mit Liebe für jeden antwortet, den die Entscheidung irgendwie berührt. Und jeder wird es sein. Möchtet ihr denn die alleinige Verantwortung auf euch nehmen, zu entscheiden, was jedem nur Gutes bringen kann? Würdet ihr es denn erkennen? Ihr habt euch selbst die äußerst unnatürliche Gewohnheit beigebracht, mit eurem Schöpfer nicht zu kommunizieren. Doch bleibt ihr in enger Kommunikation mit ihm und mit allem, was in ihm ist, wie es auch in euch ist. Verlernt die Isolation durch seine liebevolle Führung und lernt, was die ganze glückliche Kommunikation ist, die ihr weggeworfen habt, doch nicht verlieren konntet. Wann immer ihr im Zweifel seid, was ihr tun solltet, denkt an seine Gegenwart in euch und sagt euch dieses und nur dieses: Er führt mich und er kennt den Weg, den ich nicht kenne. Doch wird er mir nie vorenthalten, was ich nach seinem Willen lernen soll. Und so vertraue ich darauf, dass er mir alles mitteilt, was er für mich erkennt.
dann lasst ihn euch still lehren, wie ihr eure Schuldlosigkeit wahrnehmen könnt, die bereits da ist.